Markierungen setzen. So. Gut, jetzt lesen wir aber erstmal das Tagebuch. Ihr hattet das zerfledderte alte Tagebuch eines Abenteurers namens, da werden es, Sir Kaltorin Utwistan in den Händen. Die Seiten sind vergilbt und wurden durch klauenbewehrte Füße beschädigt. Verschiedene Abschnitte sind allerdings noch immer lesbar. Sir Kaltorin beschreibt, wie gefährlich es ist, an den Dämonen und Teufeln in diesem Stockwerk vorbeizukommen. Er erwähnt vor allem die Zonen toter Magie in den blauen Räumen und die Zonen unbändiger Magie in den roten Räumen. Er erklärt auch, dass er das strahlende Zepter schon fast vervollständigt hat. Eine Anmerkung über die Portale erregt eure Aufmerksamkeit. Sir Kaltorin findet die Tatsache, dass man nicht an der gleichen Stelle landet, wenn man durch die Portale geht. Wenn man durch ein Portal geht, durch das man gerade gekommen ist, äußerst bemerkenswert und spekuliert, ob dies nicht der Schlüssel wäre, seinen Weg durch das Labyrinth zu finden. Sonst lässt Sir Kaltorin nur noch langwierig darüber aus, wie angewidert er über den Verrat durch den Ritterorden der Wachsamen ist und dass der Ritterorden an seiner Notlage schuld sei. Leider erklärt er nicht, wie dieser Verrat denn nun genau ausgesehen hat. Das heißt, es ist äußerst seltsam, weil das Tagebuch doch mindestens ein halbes Jahrhundert alt sein muss. Mhm. Gut, das sieht aus wie eine rote Zone. Was möchtet ihr? Oh. Habt ihr einen Plan? Ich warte. Oh, noch mehr Kambions. Nein, das sind Dämonenritter. Das ist noch schlimmer. Beziehungsweise, eigentlich ist das genauso schlimm, weil... Kambions sollten... Dämonenritter sein, eigentlich. Nur der Angriff gerade war böse. So, das sind alles Schwerter, die wir dann verkaufen können, wenn wir mal wieder einen Ausgang finden sollten. Heilen wir mal ein bisschen. So. Ja. Keine große Herausforderung. Wir haben wieder drei Portale zur Auswahl. Ach ja, das da ist Albraum. Ausgang. Port. So. Fragt nur. Nun gut. Jetzt gehen wir mal hier durch. Okay. Das ist Schleife. Fail. Das bringt uns genau wieder hier hin. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Könnten wir nicht bitte eine kleine Rast einlegen? Okay, auch Schleife
Fail. Das heißt, das ist der einzige Ausgang, der funktioniert. Ja. Was immer ihr wünscht. Wenn ihr es wollt. Okay, den bezeichnen wir dann mal als Tiefling-Port, weil das ist der Raum, wo ich gegen die Tieflinge gekämpft habe. Ich warte, natürlich. So. Und das hier ist der Cambion-Baum-Port. So. Wenn es das ist, was ihr wollt. Weil das sind die Tieflinge, gegen die ich gekämpft habe. So, da ist die nächste Frage. Das Portal hatte ich auch schon benutzt. Ist das auch Cambion Baumport? Nope. Hier ist ein Obelisk. Euer Wunsch ist mein Begehr. Oh. Eingangsbereich. Jackmann. Lager. Fluchtweg. Gut. Keine große Herausforderung. Ich sollte mir wirklich Quicksaves machen, durchs Portal gehen, gucken, wo ich rauskomme, laden. Ja, hier dreht die Magie durch. Also da kann ich hinschreiben, roter Baum. Fertig, so. Keine große Herausforderung. Dann gucken wir, was auf der anderen Seite ist. Okay, da könnte ich die Mondstein oder sowas hinschreiben. Dämonenstein. Ja. Kann das Spiel leider nicht. Aber ich weiß, was damit gemeint ist. Dann gehen wir mal zum roten Baum. Und klappern dort jetzt auch genauso alle Portale ab. So, erstmal das Portal zurück. Nun gut. Okay, das Portal zurück führt wirklich in den Startraum. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben. Da brauche ich gar nicht großartig laden. Start. Raum. So. Wenn ihr es wollt. Das haben wir hier geklärt. Das ist der Baum, wo die Magie verrückt spielt. Dann gucken wir mal das Portal an.
Okay, Tieflingsraum. Gut. Und ja, ich werde mir hier jetzt wirklich die Zeit nehmen, alles zu erkunden, weil wir brauchen die Steine. Und in der wachenden Festung ist auch genug Zeug, keine große Herausforderung, was wir erbeuten können. Also Tieflingsraum ist hier. Ah, schaut mal her, meine Damen. Schon wieder ein glücklos wandelndes Wesen, das durch die endlosen Portale driftet. Hat es sich verirrt? Was meint ihr? Sollen wir es fragen? Also, wie findet ihr unser kleines Irrgartengefängnis? Aber, warum schaut ihr denn so misstrauisch? Wir wollten euch doch nicht wehtun. Nicht sehr wehtun, zumindest. Wenn ihr wünscht, sind meine Alu-Schwestern gerne dazu bereit, euch durch dieses endlose Labyrinth zu führen, sodass ihr die Höhle mit dem Portal findet, das aus diesem Ort führt. Die Wahl liegt ganz bei euch, sterbliches Wesen. Nein, danke. An eurer Hilfe habe ich sicher kein Interesse. Ihr führt mich durch dieses Labyrinth. Wo ist der Haken an der Sache? Vergesst es, Dämonenbrot, Zeit zu sterben. Nehmen wir die zwei. Nur ein Kuss, geliebtes sterbliches Wesen. Ein wenig von eurer Lebensenergie. Nur ein kleines Stückchen davon und wir werden euch den Weg zeigen. Kicher, ihr könnt es euch leisten, sterbliches Wesen. Das sagt ihr. Gut, ein Kuss und dann bringt mich nach draußen. Ihr seid äußerst ein besonderes Wesen. Ich schätze das bei einer Frau. Und dann eine rasche, herzhafte Umarmung und wir werden unseren Handel erfüllen. Ja, dann landen wir wieder beim Cambion. Hier sind wir schon, liebes sterbliches Wesen. Das ist die Höhle, die ihr sucht. Ob das Portal noch immer funktioniert oder ob es euch der Cambion überhaupt benutzen lässt, das ist natürlich eine andere Frage. Viel Spaß. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Entzug der Lebenskraft. Da merke ich allerdings nicht viel davon. Konstitution ist auf 18. Mal gucken. Wenn wir den Quicksave laden, wo wir dann wieder stehen. Irgendwie ist da nicht viel passiert. Naja. Das ist der Succubus-Port. Keine große Herausforderung. So, dann gucken wir den letzten. Port uns noch an. Wenn sie sich nicht alle im Weg stehen. Oh. Die Luft ist irgendwie scharf und scheint euch förmlich niederzudrücken. Es ist so, als ob die Energie... Nee, es ist so, als ob man die Energie auf Karte auf diesen Raum gesaugt hätte. Wenn wir Barzetz auf ewig in diesem Labyrinth gefangen sind, werden wir uns zumindest an den Herzen der Sterblichen laben. Ein Höllenschlundscheusal, okay. Das ist dann der blaue Dämonenraum einfach mal. Blauer Dämonenraum. So. Keine große Herausforderung. Jetzt gehen wir erstmal wieder in den Tieflingsraum. Weil den habe ich schon geklärt. So, Räume, die ich schon geklärt habe, die gucke ich mir lieber an gerade. So. Ja, Cambion Baumport. Da kann ich einfach mal durchgehen, weil ich habe den letzten Port da noch nicht. Der müsste mich wieder zurück in den Tieflingsraum eigentlich bringen. Was immer ihr wünscht. Ja, Tiefling Port, okay.
Das habe ich also schon vermerkt, gut. Wenn ihr es wollt. Ich habe mir nur nicht gemerkt, wo es dahin ging.